Hallöchen, willkommen zurück zu Pokémon Smaragd Edition in Part 26, glaube ich. Naja, wir gehen jetzt hier weiter und unsere Pokémon sollten eigentlich... Ja, was hast du denn? Nach dem Essen muss ich Sport treiben, also lass uns kämpfen. So. Bam, bam. So. Ja, es ist schon eine Weile her, dass ich Pokémon aufgenommen habe. Also im Moment ist Kingdom Hearts und Super Mario 64 ja irgendwie Hauptprojekte, haben sich da irgendwie hauptprojektmäßig komplett hochgepowert auf meinem Kanal. Deswegen kam Pokémon nicht so oft, aber ich versuche es jetzt umzusetzen, dass alle zwei Tage zwei Videos von mir kommen. Einmal Kingdom Hearts und einmal Pokémon. Ich hoffe, damit sind die meisten zufrieden. Kingdom Hearts könnte auch mal durch Zelda ersetzt werden. Es kommt je nachdem, wie ich gerade Lust auf das Spiel habe. Auf eins der beiden. Ja, aber bei Zelda will ich heute noch mal ein bisschen was rumprobieren, ob das funktionieren würde. Jo. Und wir sind hier fleißig gerade am Kämpfen, wie es scheint. Unser Mauspad ist immer noch Level 17. Es ist Hinterherhänger in unserem Team, deswegen wird es wohl noch ein wenig Zeit investieren, dieses Pokémon zu trainieren. Ja, und dieses Lombrero da, das wird uns auch nicht wirklich daran hindern jetzt. Was hat es eingesetzt? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Naja, Sternschau wurde eingesetzt und wir kriegen ein Level Up. Das ist gut. Obwohl, bei Pazaeron bin ich mir nicht so auf die Entwicklung aus wie bei den anderen. Badadabam. Warum gehe ich ja nicht zurück? Ich könnte hier auch locker trainieren. Und da hinten wollen wir hin, wahrscheinlich. Was ist hier denn? Das ist bestimmt was versteckt. Ja, ein Beleber. Ein Beliver. So, weiter geht's. Badam bam bam. Badam bam bam. Ist hier auch noch was? Nö. Und Doppelkampf, glaube ich. Bam bam bam. Oh, Wablu. Oh ja, das wollte ich noch im Team haben. Weil ich war bloß wunderbar, finde. Ich habe auch eins in meinem Schwarz-2-Team gehabt, als ich die Liga gemacht habe. Mittlerweile ist rausgeflogen, aber ich hatte es mal eine Zeit lang drin. Und ich mag Altarias. Altarias sind auch richtig coole Pokémon. Oh nein, jetzt hat es mir einschläfern lassen, Mano. Na, reicht ein Superball. Komm, da reicht ein Superball. Da reicht ein Superball. Reicht ein Superball und er reicht wirklich. Yay! Du wurde gefangen. Bam, bam, bam. Warblut warte ähnliche Flügel. Nach einem Winter ohne viel Nahrung schwärmt Warblut im Frühling wieder zu den Städten. Möchtest du? Ja, möchte ich. Wen könnte ich denn einen Warblut-Spitznamen geben? Nennen wir ihn mal. Ach, das ist ein Weibchen. Honey hatte ich schon. Peach. Oder? Peach, ja. Nennen sie jetzt einfach so wie die königliche Prinzessin aus der Legend. Aus Mario 64. Peach wurde auf PC übertragen. Badam bam bam. Campen macht Spaß. Du kannst angeln, wirst im Garten und mit anderen Spukgeschichten zu Tode erschrecken. Aber das Beste sind die Pokémon-Kämpfe. Ja, und das Unark-Ding war Hacken in komische Videospielereien und in das Platzieren von Bomben und das Bleiben taktische Warten an bestimmten Orten. Ja, das nenne ich echt spaßig. Badam. Einigler. Bringt dir aber nichts. Oh, ich freue mich auf meine Nuzlocke-Evi. Nuzlocke wird cool. Es wird auf jeden Fall eine Nuzlocke-Evi geben, aber ich werde erstmal die ganzen normalen, regulären Pokémon-Editionen durchspielen. Das Smaragd müsste Diamant kommen oder Platin. Ich weiß es noch nicht so ganz genau. Auf jeden Fall kommt jetzt ein Blanas und gegen Blanas habe ich gerade. Was habe ich denn gegen Blanas? Aber manchmal Kadabra. Hier hast du deine Freude dran. Hoffentlich nicht.
Spaß im Verrecken, hoffentlich, ja. Kuno. Oh, Kuno, woher kenne ich den Namen? Ich glaube von Detektiv Kuno. Keine Wirkung, echt klasse. Echt super spitzenmäßig, super geil. Dann mal kriegen MBJ. Naja, das wird jetzt nicht so wirklich viel KP bringen. Ich habe so das Gefühl, dass Naturkraft eine Option hat. Ja, es ist. Ja, das sollte. Ja, reicht. Reichlich. Bling. Das war etwas zu schwer für mich. Bam, 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 bam. Du siehst aber nicht aus wie ein Camper. Oder sieht der aus für mich wie ein Camper? Also für mich definitiv nicht. Mach ich mal so. Dadam, bam, bam, bam. Huf, 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 huf. Komm, tritt gegen mein Pokémon ein. Mein Pokémon an. Ja, jo, gegen einen Pokémon-Jagd-Hero. Ich kenne nur Mega-Hero und das ist ein Stalinia. Mal gucken, was ich da ausrichten kann. Ja, das sieht ja schon mal nach Schaden aus. Ich setze auf jeden Fall Eisenabwehr ein. Ah, oh, ich mag Zombies. Zombies sind wie Zombies und Zombies mag ich. Mein Pokémon. Ja, vergiss nicht, was du mir angetan hast. Ich werde dich immer wieder daran erinnern. Oh nee, nicht noch ein Fan. Kaboom, gefunden. Dem bam, balabam. Du Turtles. Los, Honeybear. Du honniges Honeybear. Okay, dann kann ich gleich wieder das Pokémon wechseln. Ein Volltreffer zieht bei mir nicht so wirklich. Bring so Level up. Level 25. Scanner, brauche ich die? Moment, was soll ich für Attacken? Ja, ich brauche die nicht. Scanner nicht. Jetzt habe ich. Ah, okay. Ja. Okay, hat nicht erlernt. Gut. Und das nächste Pokémon kommt nach vorne. Was kann der Abreiß? Und der nächste, die nächsten Trainer seid ihr zwei da. Ihr zwei Turteltörpchen. Natürlich, ich bin in der richtigen Stimmung. Ich werde dir etwas über Pokémon beibringen. Bam, bam, badadam, bam, bam. Ich, die erinnern mich immer voll an, hier, an Pretty-Cure, falls ihr das kennt, als den Anime. Oh man, jetzt. Ach ja, stimmt. Muss ich es gleich wechseln? Mauspad. Oh, das ist gut. Kappels kann nämlich gegen unser liebes Gerock, was da steht, nämlich ganz schön was ausrichten. Und Kadabra One-Hit, der ist Morosea. Super. Okay. Verteidigung steigt. Megasauger. Bam. Oh, hat schon gereicht. Dann brauchst du mich. Was für ein atemberaubender Kampfstil. Weißt du, das Gute an solchen Typen ist, die werden nie nach deiner Nummer fragen. Ich liebe die Bärenmühle, daher sammle ich alle Bären, die ich finde. Ich schenke dir eine, wenn du magst. Himmibäre. Die Himmibäre. Du solltest die Bärenmühle unbedingt zusammen mit deinen Freunden ausprobieren. Freunde, wer hat schon Freunde? Auch die Kara. Entschuldige, dass ich hier so chaotisch aussieht. Immer wenn ich forsche, vergesse ich aufzuräumen. Das ist echt peinlich. Erzähl das bloß niemandem. Ich gebe dir auch das hier, du Turzelpuppe, für unsere Geheimbasen. Okay, das ist nur für unsere Geheimbasen. Mehr Sinn hat das auch nicht. Vielleicht ist hier oben sogar was, wo ich sagen könnte, hier können wir dieses Helm, ja, möchte ich. Ich möchte gucken, was da hinten liegt. Da. Protein. Ja, ein Superprotein. Was ist hier? In der Wand ist eine kleine Einkerbung. Wir haben ja Mega Power schon gekriegt, also Geheimpower.
Damit können wir das hier öffnen. Was wir aber noch nicht machen werden, weil wir die Attacke dafür beibringen müssten. Hier Felden brauche ich nicht. Ich gehe vorher nochmal heilen. Bis gleich. Wir sehen uns hier an diesem Ort wieder. Oder nee, anders. Ich nehme euch mit zum Heilen. Das kennt ihr ja eh schon. Aber trotzdem, ich will euch das zeigen. Das Trainieren mache ich ja eh intern. Außerdem könnt ihr jetzt so ein super mega duper shiny erscheinen, aber es tut das nicht. Deswegen hier, bitteschön. Bam, bam. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, was ihr lieber habt. Ihr könnt sagen, ach, schneid das Heilen doch raus. Oder, ach, lass es drinne, das stört doch mich nicht. Es ist mir vollkommen egal, was ihr da schreibt. Hauptsache, da kommt was raus. Bis gleich. So, da wurde ich durch meinen Bruder unterbrochen. Yay, epische Unterbrechung im Let's Play. In meinem anderen Let's Plays könnte ich das nämlich nicht machen. Oh, ein Lumboy. So, Kadabra hier. Dein Futter. Oh, ich mag Kadabras. Kadabras sind cool. Ihr könnt mir gerne in die Comments schreiben, ob ich Kadabra tauschen soll, also entwickeln lassen soll, oder ob es in dieser Form bleiben soll. Wie immer unten in die Kommis, wenn diesen Part überhaupt jemand guckt, weil Pokémon ist nicht gerade irgendwie der Zuschauer-Anzieher. Ich bin froh über die, die gucken. Die gucken nämlich immer, das ist ganz gut so. Aber halt nicht so immer alle. Das ist mir aber wurscht. Ich mache das auch noch, ich unterhalte auch noch gerne einen Zuschauer. Das ist, ja, ist halt so. Komm jetzt halt wieder vorbei. Ja. Bah, Route 114. Wir gehen den Berg hinauf. Ab geht's hier, du Getier. Papa, Pablo will nicht. Pablo töte ich. Das ist ein Level Up. Ein schönes Level Up. Also im Moment bin ich mit unserem Team reichlich zufrieden. Genesung. Ach, lass mal. Ja, wir machen das. Teleport kommt weg. Obwohl ich hätte... Egal, dann hätte ich zwei Psycho. Nee. Genesung. Bing. So. Dann können wir auch Panzer Eron wieder nach vorne holen. Mauspad. Bam. Wow, 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 wow. Hallo. Wenn du ein Lagerfeuer entzündest, muss immer Wasser in der Nähe sein. Das kenne ich schon, seit ich ganz klein bin. Ich habe gerne gezeltet, eine ganze Weile lang eigentlich. Aber mittlerweile mache ich das nicht mehr so oft. Einmal spielt das Wetter meistens nicht mit und einmal sind meine Zeltpartner von damals ein bisschen älter geworden. Genauso wie ich älter geworden bin. Genauso wie ihr älter werdet und wurdet. Okay, ich weiß gar nicht, was ich da gerade gelabert habe, aber es stimmt. Ja. Ist halt so. Alle werden älter. Bling, dim, badam, 150. Ein Wingul. Wingul, Wingul. Los, ging er, bitte, los, packst du. So, da ruft der Wingul an den Kampf. Von Hitzkopf Hasso. Super. Naja, fast. Noch nicht ganz das, was ein Kappels mittlerweile macht. Ach ja, der hat ja. Das wurde ja geändert. Mittlerweile ist er anders. Gut, du hast mein Feuer gelöscht. Das ist mein Kampfgeist entfacht. Wir sollten uns gegenseitig im Pokénauf eintragen. Dim, 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 dim. Oh, Doppelkampf. Ohne eine gute Ausrüstung solltest du dich nicht in die Berge wagen. Haben sich deine Pokémon sehr entwickelt? Was will die von mir? Nach dem Kampf ist der Part auch zu Ende. Klotweg! Klotweg! Ein Lagesser. Kleinstein und Lombre. Mauspad und Kadabra werden in den Kampf geschickt.
Sternschauer trifft ja alle. So, da. Und jetzt noch ein Sternschauer rauf. Das ist nicht effektiv. Erstauner. Ein Steinwülfchen. Nein, böse Schnabel auf den da und Konfusion auf Kleinstein. Kleine Steine. Okay, damit. Oh nein, die haben ja noch welche. Okay, dann ist der Part vielleicht da ein bisschen länger. Aber auch nicht mehr so lang. Bling, Level Up für Mauspad. Ach ja, Mauspad ist weiblich. Okay, sorry Pad, aber... Obwohl, ich habe da ja ein männliches Zeichen hinter gemacht, aber das sollte nicht dasselbe sein. Konfusion. Konfusion tötet Kamaup. Dam bam bam bam. Sternschau und Konfusion. Bling. Dam papa, die Berge sind unerbittliche Rivalen. Oh, ich verstehe, gut zu wissen. Okay, Leute, damit wäre dieser Part wieder Geschichte und wir sehen uns im nächsten Part wieder von Let's Play Pokémon. Smaragdelisten. Bis dann. Ciao.